So, hallo Freunde, ich bin's wieder. Euer Carlo. Und an alle Nörgler, wenn euch der Kanal nicht gefällt, könnt ihr gerne abschalten. So, welcome to my Soundbook. Heute geht's um Kopfhörer. Ganz interessantes Thema. Hochwertige bis günstige mittlere Kopfhörer. Ich wollte eigentlich ein Video machen über CD-Player. Dann über Streamer, aber ich sage, ich mache erstmal Kopfhörer. Warum, sage ich euch gleich. Bei CD-Player, wobei Kopfhörer ist auch sehr komplex. Aber da ich mich ja bald von meinem ODC hier trenne, den habe ich jetzt auf mein Soundbook unter HiFi Deals. Könnt ihr gucken, ich verlinke dann unten. Wir haben da ein paar Angebote in unserem Shop. Momentan spielt smoothjazz.com. Die machen auch Ambient Chill House. Kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr euch mal anschauen. Smooth Jazz, ein Sender, den ich sehr gerne streame. Und den kann man auch, wenn ihr einen Streamer zu Hause habt, dann werdet ihr damit mit dem Sender viel Spaß haben. Man entdeckt da sehr viel interessante Musik. Machen auch sehr, sehr edle Jazz, Pop, Soul, Funk, Smooth. Also wer in diese Richtung geht, auch so Café Del Mar. Hört ihr gerade? Sehr schöne Musik machen die. Deswegen dachte ich, ich mache heute diesen Kanal oder diese Sendung oder wie man das auch immer nennen mag, heute die Ausgabe, ich weiß gar nicht, wievielte Video das ist, bei mir ja gar nicht gemerkt. Deswegen geht mein Soundbook auch ein bisschen andere Wege. Ja? Wir fangen nicht gleich an und reden technisch über Kopfhörer. Klar wollen das die Hi-Fi-Freaks sehen, aber wir wollen ja auch hier ein paar normale Menschen abholen. Ja? Normale Menschen, die sich mit dem Thema Musik beschäftigen oder keine Zeit haben, in dieser schnelllebigen Zeit, sich mit dem Thema Musik zu beschäftigen. Ja? Dabei ist ja die Unterhaltungselektronikbranche so eine wundervolle Branche. Ja? Und ich kann mich erinnern, als ich in den 80er Jahren einen der größten Shows in Europa moderiert habe, das wissen die wenigsten von euch. Ich habe ja mit 18, 19 die Eurovision Show moderiert, Buonasera Italia, live im ZDF, Saarbrücken. Da waren die größten Popstars Italien vertreten. Ich habe die damals moderiert mit meiner damaligen jüngeren Schwester und diese Show hat sehr viel Anklang gefunden. Und das waren natürlich goldene Zeiten, ne? Die 80er, 90er. Ich konnte kaum auf die Straße, war auch früher deutlich hübscher als heute. Also hat dunkle Haare, braun gebrannt, konnte sehr viele Punkte sammeln bei den Mädels. Und ich war 18, 19, habe Schlagzeug gespielt, habe viele Sachen ausprobiert. Und seitdem packt mich auch der Hi-Fi-Virus. Ne? Und also ich bin jetzt nicht der Kopfhörer-Experte, da gibt es andere Kandidaten. Deswegen verlinke ich auch an Webseiten, Testmagazine, Reviews und andere Videos, die mit mir vielleicht im Wettbewerb oder in Konkurrenz sind. Aber es ist für euch. Wir kriegen davon keinen Cent. Wir hoffen, dass wir dieses My Soundbook irgendwann endlich richtig monetarisieren können. Und deswegen hier vielen Dank an alle Hersteller, Vertriebe und Fachhändler, die uns unterstützen, uns ab und zu mal Ware geben. Manchmal kaufe ich von denen die Ware raus. Manchmal geben wir die Ware zurück, ich schreibe dann einen Artikel darüber und die unterstützen uns mit Sponsoring und hier und da mal einen Werbebanner platzieren auf unsere Seite. Wir haben jetzt nicht so die super Frequenz, aber
Die Seite ist schon bekannt. My Soundbook ist ja schon fast ein Brand in Deutschland, mittlerweile schon 7 Jahre. So, und heute das Thema Kopfhörer, weil wenn ich gucke, oft manchmal nutze ich so öffentliche Verkehrsmittel oder laufe hier über den Kurfürstendamm und ich sehe selten Leute, junge, mittlere, ältere, wenn die mal einen Kopfhörer auf dem Kopf haben, dass die mal wirklich was Vernünftiges haben. Ich sehe wirklich diese Style-Kopfhörer, so diese Design-Kopfhörer, wo ich sage, was ist denn das für ein Kopfhörer? Sieht zwar geil aus, was ist denn das für eine Marke? Also oft sehe ich Kopfhörer, wo ich gar nicht weiß, was ist denn das für eine Marke? Und wenn man auf der Straße die üblichen Verdächtigen interviewt, ja, sagen, hey, nimm mir mal eine Kopfhörermarke oder In-Ear, ja, werden wir auch ein paar Videos machen, dann sagen die, ja, Bose, Teufel, JBL, vielleicht kommt mal Sony vor. Ja, und wenn sie dann was kaufen, was schon ein bisschen teurer ist, da werden mir viele von euch recht geben, dass sie da vielleicht 100, 200, 300 oder 400 Euro sogar für einen Kopfhörer ausgegeben haben, was schon enorm ist. Also für jemanden, sage ich mal, der jetzt 2000 Euro netto hat, das ist ein Fünftel seines Gehalts, der muss ja auch eine Miete bezahlen und so weiter. Mal ganz zu schweigen, eine Familie mit 2 Kindern, ja, die ist ja schon an der Armutsgrenze mit 2000 Euro netto. Dennoch, ohne bitte hier missverstanden zu werden, Kopfhörer in der 200 bis 400 Euro Preisklasse ist nichts Besonderes. Ja, und da sagt, ja, ich habe mir einen Sennheiser gekauft, oh boah, der klingt so super, alles schön, ja. Oder, ah, ich habe einen Beyer Dynamic auf dem Kopf gehabt, oh boah, ey, ich wusste ja gar nicht, dass Kopfhörer so gut klingen können. Ja. Na, was passiert denn dann, wenn die sich dann ein Audis, diese Marke aus Kalifornien, dazu komme ich noch, ja, auf den Kopf setzen. Ja. Und das ist es, die Leute dazu bringen, oh Gott, hoffentlich sperren sie mir das YouTube-Video nicht. So, manchmal lohnt es sich wirklich im Kopfhörerbereich 200, 300 Euro mehr auszugeben. Ich weiß, für viele ist das viel Geld, aber besser als da 3, 4, 5, 6, 7 Kopfhörer rumzuliegen haben. 2, 3, 4, 5 In-Ears. Und In-Ears werden auch oft verloren. Ja. Und wenn ich mir überlege, wie viel In-Ears von Apple verkauft werden, hier diese ganzen In-Ears, diese weißen Dinger, ich weiß nicht mehr, ich vergesse jedes Mal den Namen, 229 oder 299, was diese Schrottteile kosten, diese Schrottteile, wo die Leute sagen, nee, die klingen wirklich sehr gut, nee, die klingen scheiße, klingen die, ja, die klingen nicht gut, ja, die klingen verhältnisgut, dass es von Apple ist, kann man damit gut Musik hören, machen extremen Bass, aber dass Apple dafür 300 Euro nimmt, sage ich euch jetzt, sind 250 Euro mindestens nur für den Namen. Ja, oder 200 Euro, die ihr da einfach verballert. Ja, weil diese kleinen In-Ears, die werden in China in Massenproduktion hergestellt. Ja, das heißt nicht, dass ein Beyer Dynamic oder ein Sennheiser hier und da mal auch was in China oder Fernost herstellt, aber die Qualität ist eine ganz andere. Ja, oder ein JBL. Ja, so, und deswegen gibt es Marken, die keine Sau kennt. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss mal ein Video machen für Laien, insbesondere auch Frauen, dass Frauen auch mal in einem Fachhändlerstudio, HiFi-Studio reingehen und sich mal ein paar Kopfhörer aufsetzen. Und das ist ja die Problematik, die wir in der HiFi-Branche haben, weil jeder kämpft ums nackte Überleben. Sicherlich gibt es da einige Hersteller und Vertriebe, denen geht es blendend. Aber die meisten sind froh, wenn sie hier und da was verkaufen. Gleiches gilt für Fachhändler. Aber wenn ich mir dann das Kopfhörersortiment bei den Fachhändlern anschaue, dann ist das wirklich sehr, sehr dürftig. Ja? Also die Fachhändler, die wirklich eine hohe Kompetenz haben, was Kopfhörer in ihr betrifft, ob das sogenannte dynamische, ja, planar dynamische Magnetostaten. Ja, dann gibt es noch Elektrostaten. Der Audese hier ist ein planar magnetisch offenes Design. Ja, das heißt also,
Ihr könnt damit auch ziemlich stark, kräftig Musik hören, laut auch. Ihr stört nicht den Nachbarn, aber es ist ein halboffener. Aber zu dem speziellen Kandidaten Audace LCD 2C Classic, steht hier 2C Classic, ist schon 4-5 Jahre auf dem Markt, haben wir jetzt ein Angebot auf der Seite. Ich mache euch auch die Links von Idealo, habe ich kein Problem, da könnt ihr alle Kopfhörer sehen, die wo angeboten werden im hochwertigen Segment. Tut mir bitte einen Gefallen, kauft im Fachhandel. Wenn der Fachhandel nicht lieferbar ist, dann kann ich verstehen, dass ihr dann bei Thomann einkauft. Thomann natürlich, das ist einer der größten Musik-Online-Stores überhaupt, europaweit. Ich glaube sogar weltweit. Wir bauen auch eigene Musikinstrumente. Also Thomann ist ein Gigant, der ist omnipräsent und wird leider auch von solchen Herstellern beliefert. Und natürlich dann ist es so, dass dann bei bestimmten Fachhändlern, die haben gerade mal nur ein Kopfhörer auf Lager, ja? Weil sie entweder zu blöd sind, sorry, oder zu geizig, oder der Fachhändler stellt sich keine 2, 3, 4 Kopfhörer in der 1000-Euro-Preisklasse auf Lager. Ein Thomann kann das locker machen. Der stellt sich von jedem Kopfhörer 5 bis 10 Stück auf Lager, ja? So, und deswegen ist ja dieses Video, was ich heute mache, insbesondere für euch Fachhändler, ja, und auch für die Vertriebe, die diese wunderschönen Kopfhörer vertreiben. So, und daher werde ich heute ein paar Marken aufzählen. Und nach werde ich ein paar Kopfhörer-Videos, ein paar In-Ear-Videos machen, damit wir auch in diese Welt eintauchen. Damit auch Frauen wissen, dass ein Kopfhörer auch zu einer guten HiFi-Anlage gehört. Gerade abends, vielleicht will einer, der Partner will Fußball gucken. Ja, dann setzt du dir so einen Kopfhörer, der sitzt wie eine Eins auf dem Kopf und du hörst gar nichts mehr, was um dich herum passiert. Ja, kannst völlig entspannt hören. Dann gibt es noch Mobile Player, ja, digitale High-Resolution Player, die man mobil unterwegs mitbringen kann. Tausendmal besser als so einen dämlichen Smartphone. Ja. Das heißt, ihr könnt hochwertige Player, die hochauflösend Musik, ja, ALAC, FL, AAC und was sie alle haben, MP3, deutlich besser als MP3-Formate, bringen Musik mobile in der Größe eines Smartphones, werde ich auch ein paar Player vorstellen, der Firma Astel in Kern, Fio, dann gibt es Cayenne Audio, kleine Player, die kann man sich schön in die Tasche stecken und dann kann man sich im Park setzen mit so einem Kopfhörer, da träumt ihr, ja. Oder eben mit In-Ears, ja. Natürlich haben diese Kopfhörer den Nachteil, dazu komme ich, nicht alle haben eine super Verpackung, nehmen viel Platz weg, gerade wenn man reist, wenn man verreist, wenn man im Flieger einsteigt, ja, müsst ihr aufpassen, weil bestimmte Kopfhörer im hochwertigen Segment, der liegt hier bei knapp 1000 Euro, die gehen dann hoch, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, Da gibt es andere Marken, auch die Firma Mece Audio, da komme ich noch aus Rumänien, top, edle, High-End-Marke, haben auch ganz verschiedene Produkte. Dann gibt es auch die Firma Sennheiser, die ganz oben auch mitspielt. Dann gibt es Focal könnt ihr im Fachhandel nachfragen, haben auch sehr, sehr hochwertige, schöne Kopfhörer. Und dann gibt es ganz große Spezialisten, die da spezialisiert sind, einer der ersten auf dem Markt, ich glaube 30, 40, 50 Jahre sind die am Markt. Das ist die Firma Stax aus Japan, haben wir nicht im Shop. Aber geht mal auf unseren Shop, wir haben fast die besten Kopfhörer der Welt. Fast alle, fast. So, und was wir nicht bekommen können, können wir dann bestellen, wenn die lieferbar sind. Ja? Also wir haben nicht alles auf Lager, nicht immer. So, und auf nochmal den Kopfhörer-Thema zurückzukommen. Ich habe dann für euch noch paar edle Schallplatten zum Schluss, ja, die ich empfehle, 3 super top Vinyl und da 3 super top CDs, die ich euch dann ganz zum Schluss empfehle. So, 14 Minuten, vielleicht schaffe ich es mit 20. Daher dieses Video speziell für Laien, kauft nicht gleich, was ihr auf dem Krabbeltisch bei Mediamarkt und Saturn sieht, nichts gegen Mediamarkt und Saturn, da gehe ich auch ab und zu mal einkaufen, ja, aber eben fragt im autorisierten Fachhandel nach, googelt die Marken, die ich unten verlinke und vielleicht gibt es einen Fachhändler in eurer Nähe und wenn nicht, wenn der 50 oder 100 Kilometer entfernt ist, dann könnt ihr die Sachen bei uns bestellen oder bei Thomann oder bei irgendeinem Fachhändler online, ja, völlig schnuppe, ja.
Ich verlinke ja unten sowieso Idealo. Kommen wir mal zu Magnetostaten bzw. dynamische Kopfhörer, sogenannte Planar, magnetisches offenes Design. Das ist jetzt zum Beispiel ein Odese, der ist schon seit 4 Jahren auf dem Markt, ist ausgelaufen, haben wir ein Angebot für 600 Euro, hat eine Empfindlichkeit, also eine Dynamik von 101 dB, verträgt bis zu 5 Watt, also es ist schon enorm, wenn ihr euch 2x10 oder 2x20 Watt um die Ohren ballert, dann werdet ihr taub, ja. Und hat ein sehr, sehr hochwertiges, also ein vernünftig gutes Kabel mit diesem kleinen Mini-XLR-Stecker, ja, speziell für Kopfhörer. Das sind diese Stecker hier, die sind also, der ist richtig, kann man sagen, kanalgetrennt, symmetrisch. Aber ich bin nicht so ganz begeistert von diesem Kabel, was Audese mitliefert. Die verheddern sich, also da gibt es höherwertige Kabel, verlinke ich unten auch. Da gibt es Kimber-Cable. Ich würde mir wünschen, dass auch Inakustik, ein deutscher Lautsprecher-Kabelhersteller, dass die auch mal vernünftige Kopfhörerkabel rausbringen. Kimber-Cable aus den USA macht sehr gute Kopfhörerkabel. Da müsst ihr bei euren Händler nachfragen, der spezialisiert ist auf Kopfhörer. Und vor allen Dingen, es gibt eine Firma, die nennt sich ViaBlue. Die machen sehr, sehr hochwertige Lautsprecherkabel, kommen aus Malsch in der Nähe von Stuttgart. Die sollten sich auch mit dem Thema Kopfhörerkabel beschäftigen. Ist ein ganz, ganz interessanter Markt, weil dann klingen die Kopfhörer auch deutlich besser. Das hört man raus, wenn man Silber verwendet, reines Silber, reines Kupfer. Vor allen Dingen, wenn man Riesenlänge braucht. Ja? Es gibt auch hochwertige drahtlose Kopfhörer, aber ist nicht meine Welt. Ja? Und es gibt auch von Audis, wie man es auch sprechen will, auch spezielle Kopfhörer für den Gaming-Sektor. Ja? Das findet ihr sicherlich mehr auf der Seite des Vertriebes. Also ich verlinke sowieso unten oder bei Thomann oder bei anderen Fachhändlern. Da gibt es spezielle Gaming-Sektor, die sind dann komplett geschlossen. Ja? Und die haben dann die verarbeiten die Effekte dann ganz anders, weil die eben für Gaming Dolby Atmos, Dolby Surround und so weiter. Das, was ich heute hier vorstelle, sind ganz reine audiophile Kopfhörer für den Superklang. Egal, was ihr hört, ob Heavy Metal, Punk, Jazz, Rock, Pop, Chill, House, Ambient, Techno, Country, Folklore, akustische Gitarre, das sind Kopfhörer, da macht Musik hören richtig Spaß. Die Kabel sind okay. Was ich bei Audese oder Audese, das ist jetzt nun mal die Marke hier, nicht so gut finde, ist, dass ein Kopfhörer in der 1000-Euro-Preisklasse kommt mit so einer Verpackung an, das finde ich ein bisschen mager. So sieht es innen drin aus. Ja, ich will da jetzt nicht mehr drauf eingehen, da gibt es schon Videos dazu. Also das kann man ein bisschen edler machen. Schaut euch mal die Firma Meze Audio ein. Ich verlinke auch unten, wo ihr die Teile kaufen könnt. Bei uns auch auf der Seite findet ihr Meze Empyrean 2.1. Traumhafte Kopfhörer. Sind unmittelbar mit Audese und Rosson Audio und viele andere interessante Kopfhörermarken im Wettbewerb. Und daher kann ich immer wieder darauf hinweisen, schaut euch mal in der Straße rum, fragt euren Bekanntenkreis, wie viele Leute kennt ihr? Das würde mich mal interessieren. Ab und zu, ich vergesse es jedes Mal. Bitte seid so nett, wenn ihr andere Videos von mir seid, liked den Kanal, unterstützt uns. Ja? Und die üblichen Haters und Nörgler, hey, ich habe keinen Bock hier, mich technisch, ingenieurmäßig zu profilieren. Ich bin 40, 50 Jahre in der HiFi-Branche. Ich nehme kein Blatt vom Mund. Ja? Aber ich muss hier auch mal normales Publikum abholen. Ja? So, und deswegen ist die Zeit begrenzt. Da verlinke ich lieber und sage, hey, wenn du speziell technisch mehr wissen willst über diesen Kopfhörer, ja, dann geh, keine Ahnung, auf die Seite von Fair Audio. Der ist da getestet worden. Fair Audio Online, geh auf Testmagazine oder HiFi Statement, Dirk Sommer, ein sehr kompetenter Mann. Oder auch Low Beats, ja, auch eine interessante Seite. Also wir sind da ganz offen, wir kriegen von denen nicht einen Cent. Aber es sind gute Leute, das sind Fachprofis. Ja, das heißt nicht, dass ich auch kein Fachprofi bin, aber das sind richtige Redakteure und Journalisten, die sowas seit 20, 30, 40 Jahren solche Produkte testen und auch genauso wie ich loben. Das heißt, deren Meinung sind fast
immer deckungsgleich auch mit meiner Meinung, weil ich habe auch Import-Export gemacht im High-End-Sektor. Ich habe auch Vertrieb gemacht, habe jetzt eine eigene Firma und werde dann langfristig neue Projekte angehen und mache jetzt diese YouTube-Videos, die mehr so Aufklärung ist, weil kein Mensch macht sich mehr die Mühe, im Laden reinzugehen und ein paar teure Kopfhörer zu kaufen. Das machen nur HiFi-Freaks. Ja? Seid ehrlich, Fachhändler. Ja? Belügt euch nicht selber. Ja? Ihr habt keine Scharenweise von Kunden, die reinkommen und sagen, oh, ich habe jetzt den Kopfhörer gesehen auf der Messe, hast du den da, den will ich kaufen. Das ist ganz selten der Fall. Ja? Also so ein Kopfhörer in der 1000, in der 2000, 3000 Euro Preisklasse, der wird nicht oft gedreht bei einem Fachhändler. Es sei denn, das ist ein Fachhändler, der ist sehr spezialisiert und macht dann auch Werbung. Das, man muss auch Online-Werbung machen für bestimmte Produkte. Ja? Ja? Und das betrifft auch Kopfhörer. Man muss diese Kopfhörer bewerben, weil es gibt zum Beispiel super, super reiche Menschen, Fußballspieler, Celebrities, die manchmal Kopfhörer auf dem Kopf haben, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich den Naudese oder einen Rossonau, das kauft er sofort mit seiner Platin American Express. Der zuckt nicht eine Sekunde. Plus der kennt gar nicht die Sachen. Der denkt, der hat einen JBL oder einen Bowers & Wilkinson oder irgendwie einen Sennheiser. Dann denkt er, der hat einen tollen Kopfhörer auf dem Kopf. Was ja nichts gegen diese Marken ist. Aber da gibt's Marken, die sind weit drüber. Ja? Das ist ein Unterschied, ob man zufrieden sich in einem edlen BMW reinsetzt, in einer edlen E-Klasse oder ob du Rolls-Royce oder Bentley fährst oder in einem Ferrari reinsteigst oder in einem Bugatti. Und so ist es auch mit HiFi und mit Kopfhörern. So, und wir, Frequenzgang hat nichts immer mit dem Klang zu tun, aber der geht immerhin von 10 bis 50 Kilohertz. Also, ja, Frequenzgang heißt nicht unbedingt Klang, ja, dann kommen die Materialien, die da drin sind, spielen eine Rolle, wie ist er aufgebaut, ja, wie ist die Membrane aufgebaut, wie ist die Kanalführung, ja, was sind da für Materialien verwendet worden für den Höhenbereich, für den Tiefenbereich, wie wird das in den Kopfhörer selber montiert, verarbeitet, die Schalen, ist das Kunststoff, ist das Metall, die Polster innen drin, das ist echtes Leder. Dieser Kopfhörer sitzt wie eine Eins auf dem Kopf. Das ist der Hammer. Ja? Mal ganz abgesehen davon, was da klanglich abgeht. Ja? Also es ist unglaublich. Eine unglaubliche Ruhe, eine Dynamik, Detailtreue. Klar, auch hier gibt es andere Kopfhörer in dieser Preisklasse. Ein bisschen teurer. Der LCDX ist zum Beispiel hochinteressant. Oder auch von der Marke Mesis Audio. Und dann gibt es ich glaube, das ist 650, 850 von Sennheiser, weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt da hier und da Kopfhörer, die sind etwas analytischer, ja, etwas kälter, ja, je nachdem. Die einen Kopfhörer sind etwas kälter abgestimmt, die amerikanischen Kopfhörer sind etwas wärmer abgestimmt. Aber das heißt nicht, dass wenn du jetzt einen Audese kaufst von 900 bis 5000 Euro, ja, könnt ihr auf unseren Shop gehen, da wundert ihr euch, was es da für Kopfhörer gibt. Ja, das heißt nicht, dass ihr euch langweilt, das ist ein Traum, wirklich. Also da klingt wirklich ein Bechstein-Piano wie ein Bechstein-Piano, ja. So, da klingt wirklich eine Gitarre, eine Martins-Gitarre wie eine Martins-Gitarre, ja. Wenn man weiß, wie Instrumente klingen, ja. Wenn man sich kennt mit Schlagzeug aus, wenn man sich, dann klingt wirklich eine Snare wie eine Snare, ja. Und ein Hi-Hat, kennt ihr das Hi-Hat, das beim Schlagzeug immer so hoch und runter geht? Ein Hi-Hat klingt wie ein Hi-Hat. Natürlich ist es jetzt fast unmöglich, dass, wenn überhaupt nur erfahrene Drummer, ich bezeichne mich nicht als erfahrenen Drummer, ich habe seit 20 Jahren kein Schlagzeug mehr gespielt, leider. Ich habe früher Schlagzeug fast 15, 20 Jahre gespielt. Da kann man schon manchmal sagen, und das ist das Schöne an der Musik, ich kann zum Beispiel erkennen, ob das Zindian-Becken sind oder Pace-Becken oder meine. Das kann ich fast erkennen. Ob ich das heute noch schaffe, nicht. Aber vor 5 oder 10 Jahren konnte ich ja gar nicht sofort sagen, boah, der spielt auf Pace. Weil Pace hat einen ganz eigenen Klang. Das weißt du aber nur als Drummer. Ja? Genauso wie jetzt jemand eine bestimmte Gitarre in die Hand nimmt
Der hat ganz viele Gitarren ausprobiert. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich kenne mich zwar mit Gitarrenmarken aus, weil ich viel mit Bands gespielt habe, früher als junger Kerl, aber ich kann überhaupt gar keine Gitarre spielen. Also das bereue ich, dass ich keine Gitarre spielen kann. So, und da weiß ein Gitarrist sofort, boah, das könnte eine Martins-Gitarre sein, das könnte eine Ibanez sein, das könnte ich schon unterscheiden, das ist kein Hokuspokus, ja. So, und gerade für Musiker, setzt euch mal auseinander mit hochwertigen Kopfhörern und beobachtet mal auf der Straße, was die Leute so auf dem Kopf drauf haben. Da schlackert ihr nur mit den Ohren. Und das Schlimme ist, die sind doch überzeugt, die haben was Tolles gekauft, ja. Nichts gegen die Menschen und Leute, die das Geld, das Budget knapp ist. Wir leben in ganz schwierigen Zeiten. Lebensmittel sind teurer geworden. Arbeitslosigkeit. Deutschland. Katastrophale Wirtschaftslage. Gut, es gibt andere Händler, anderen Händlern geht es noch schlechter. So. Aber wer das nötige Kleingeld hat und, sage ich mal, nicht aufs letzte Loch pfeift, setzt euch mal mit dem Thema Kopfhörer auseinander. Ihr glaubt nicht, gerade im Winter, aber auch im Sommer, da gibt es In-Ear, die Kosten, die sind zwar teuer, 500 Euro, 300 Euro, 1000 Euro, aber dann glaubt, da habt ihr fast den Eindruck, ihr habt so einen Kopfhörer auf dem Kopf. Also da gibt es In-Ear, das ist der Wahnsinn. Ja? Da habt ihr eine richtige Konzertbühne. Ja? Und eine Tiefe, eine Räumlichkeit und so. So, und da eben unterscheiden sich die Kopfhörer. So. Aber da sind ganz, ganz viele Händler leider sehr, sehr schwach aufgestellt. Ja? Die haben ein, zwei Kopfhörermarken und damit hat sich's. Ja? So, und deswegen muss der Kunde von A nach B nach C. Ja? So, und die meisten haben gar keinen Bock, 3, 4, 5, 6, 7 Fachhändler abzugrasen und noch vielleicht 30, 50 Kilometer fahren. Ja? Gerade wenn man jetzt in Bayern, Süddeutschland, ja? In Berlin gibt es ein paar Händler. Aber ich würde für keinen Händler meine Hand ins Feuer legen, wo ich sagen kann, boah, geh zu dem hin, der hat eine mega Kopfhörerauswahl. Ja, die sind meistens immer auf ein, zwei Marken spezialisiert. Ja, so viel zu dem Thema Kopfhörer. Ich verlinke unten die Webseiten, alles. Und nächstes Video wird was sein über ein anderes Thema, vielleicht über In-Ears oder über CD-Player oder über irgendwas anderes. Je nachdem, was ich zwischen die Finger kriege. Momentan warte ich auf Verstärker, auf Hardware. Und dann muss ich so ein bisschen improvisieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ich bin nicht zu spezifisch eingegangen. Ich kann aber euch jetzt die Marken aufzählen, die ich empfehle persönlich. Weil auch hier fragen mich immer wieder Bekannte und Freunde. Carlo, welche Kopfhörermarken sind denn die besten? Ich habe ja JBL, Bose, Sennheiser, Teufel und so, sage ich, sei mir nicht böse, keines von denen würde ich kaufen. Was? So, und dann zähle ich meine Marke auf. Also, wenn ihr im Kopfhörerbereich euch Top-Kopfhörer zulegen wollt, googelt oder geht jetzt, schaut euch hier die Links unten im Video an, schaut euch genau die Marken Audace an, Rosson Audio, dann gibt es noch eine andere Marke, die ist auch top. Dan Clark würde ich gerne auch in meinem Shop führen, habe ich leider nicht. Habe ich den Vertrieb schon zweimal angeschrieben. Wahrscheinlich machen die Millionen Umsätze, was ich nicht glaube. Dan Clark kommt auch aus den USA, Rosson Audio auch. Ehemals, glaube ich, haben die bei Audace mitgemacht, Entwickler. Das sind alles Ingenieure, Tonstudio. Also Audace, USA, Kalifornien, Top-Marke. Rosson Audio, boah, super edle Kopfhörer, also absoluter Luxus, ja. Die sehen auch super aus. Dan Clark und aus Rumänien, absoluter Insider-Tipp. Die haben auch Kopfhörer für 300, 500, 1000, 2000, 3000. Ist Meze Audio, einer meiner Favorite. Die Imperium-Serie haben wir hier im Shop. Traum Kopfhörer. Klanglich, verarbeitungstechnisch, purer Luxus. So ein kleiner Maserati auf dem Kopf, denke ich, kann nicht schaden. Also, und ihr könnt diese Kopfhörer auch finanzieren, ja. Viele sagen ja, ah, das kann ich mir alles nicht leisten, das gleiche bei einer HiFi-Anlage. Wenn ihr euch das nicht gleich leisten könnt, könnt ihr es finanzieren. Die Zinsen sind ja, glaube ich, noch niedrig. Also es gibt noch Banken, die Niedrigzinssatz bieten. Und dann kann man so einen Kopfhörer für 1.000 Euro oder für 2.000 Euro
in Raten abzahlen. Oder selbst ein Kopfhörer für 800 oder für 500 kann man das in Raten abzahlen, wenn man ein kleines Einkommen hat. Ja? So, und ich verlinke dann eine Reihe von Namen, wo ich sage, das sind Top-Kopfhörer, die solltet ihr euch mal anhören. Da gibt es auch die Marke HiFiMan aus Made in China, aber machen auch sehr gute, sehr, sehr hochwertige Kopfhörer, auch in der Fachpresse sehr gelobt. Meze Audio, M-E-Z-E, Audio, top. Sennheiser, die mittleren bis gehobenen, top. Focal, top. Audese, top. Und für Ultra-Audiophile, Stax Audio aus Japan. Stax, das ist was für Freaks, ja. Aber auch sehr, sehr gute Kopfhörer. Ja, und dann gibt es auch die Marke AKG. Da gibt es auch ein, zwei Kopfhörer von denen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die neue Modelle rausgebracht hat. Da muss ich passen. Ja? Aber AKG, kann ich mich mal erinnern, ich hatte mal den AKG 1000, ein Traumkopfhörer. Ja, der war zwar halboffen, elektrostatischer Kopfhörer. Boah, war das ein geiler Kopfhörer. Ich ärgere mich, dass ich den damals verkauft habe. Naja, man ist jung, ja? Man macht Fehler. Oft war man dann knapp bei Kasse. Und gerade mal, wenn man in dieser HiFi-Branche ist, will man ja auch alles durchtesten. Ja? Dass wir wechseln unsere HiFi-Geräte und Kopfhörer wie andere Unterwäsche, weil das ist einfach ein Virus. Ja? Und manchmal hast du Geld, dann kaufst du das ein, dann hast du kein Geld, dann verkaufst du wieder das und so ist das. Und dann Schallplatten kosten auch viel Geld. So, kommen wir dann zum Schluss. Drei geile Schallplattenempfehlungen. Yusuf Dayes, begnadeter Drummer, ist eben eigentlich im Internet zuerst im YouTube bekannt geworden, hat eine eigene Band, hat für viele prominente Black Soul Musiker mitgemacht, unter anderem auch Anderson Park, der hat auch, glaube ich, mit George Duke mal was zusammen gemacht, ist ein ziemlich junger, jetzt ist er auch in die Jahre gekommen. Yusuf Dayes Experience Live at the Yosha Tree, gibt es noch ein paar andere Vinyls von ihm. Yusuf Dayes, Stilrichtung Soul, Funk, Jazz, Ambient, Chill. Also richtig geile Musik, richtig. Schaut es das mal an. Ich wollte das jetzt mal so hier ein bisschen anspielen, aber da dauert das Video zu lange und ich möchte das nicht riskieren, dass dann YouTube mir dieses Video hier sperrt. So, mein Tipp, Yusuf Dayes. So, dann hier aus Brasil, Soul Funk Pop, Ed Motta. Ich weiß nicht, wer von euch Ed Motta kommt. Super Stimme. Der Typ müsste weniger essen. Also wenn er nicht aufpasst, dann wird er irgendwann mal sterben. Der ist so fett geworden. Der wird irgendwann mal so wie Meatloaf. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der schon wieder abgenommen hat. Es gibt schon wieder eine neue Platte von ihm. Das war die letzte. Eine Hammer Brasileiro Funk Soul. Das ist Black Brasileiro Soul Funk Soul vom Allerfeinsten. Ja? Ed Motta, Criterion of the Sense. So, Number 3. Wer kennt die Gruppe nicht? Für die nicht kennen. Ende 90er, Anfang 2000er, Kultgruppe aus England, Keane. Keane haben diesen einen bekannten Song gemacht. Ja. So, und wie gesagt, ich werde an der Beleuchtung, an dem Ton noch arbeiten, aber zurzeit noch keine Zeit. Ja. Sehr, sehr edel. Und wunderschönes Plattencover. Also das Cover ist sehr, sehr edel. Ja? Das ist, ich glaube, eine Limited Collection. Und ich glaube sogar eine Colored Vinyl. Ja, die sind sogar colored. Ja? Und die andere ist rot. Top-Platte. Mich sehr gefreut. Ich habe die aber schon eine Weile. So. Na, zack. Jo. Und ganz schnell noch, damit dieses Video nicht ganz umsonst war für viele, die sich nicht für Kopfhörer interessieren, habt ihr wenigstens ein paar geile Plattentipps bekommen. Wer sich für Jazz anspruchsvoller, Jazz, Smooth Jazz, Pop interessiert, Randy Crawford und unser verstorbener Joe Sample von den Crusaders. Traum, CD, auch für Audiophile, Top-Aufnahme. Gibt es auch auf Vinyl, habe ich noch nicht gefunden. Nennt sich
Feeling Sound, also die letzte Platte und CD, die Randy Crawford mit Joe Sample zusammen gemacht hat. Joe Sample, brauchen wir nicht viel zu erzählen, einer der besten Pianisten und unserer Zeit, ist leider verstorben, glaube ich, an Krebs vor ein paar Jahren. Die Platte ist erschienen 2006. Next one, Lee Ritenour und Dave Grusin. Zwei Giganten auch der Jazzszene. Top Live-Platte, gerade wenn eine gute Hi-Fi-Anlage hat, sich für Jazz, Soul, Klaviermusik interessiert, ein bisschen träumen will. Dave Grusin, GRP Production, hat viele Musikproduktionen gemacht, unter anderem auch für Hollywood-Filme. Wunderschöne CDs, kriegt man auch auf Vinyl, nicht so teuer. Also so, die findet man. Die Randy Crawford mit Joe Sample auf Vinyl dürfte ein bisschen schwieriger sein. Und last but not least, da ich auch Italiener bin, wenn ihr, viele von euch mögen Grönemeyer, Tote Hosen und so ein Kram, ist alles nicht meine Musik, aber der ist so eine Art Grönemeyer für Italien, das ist unser Gott. Wunderschöne Songs, Antonello Venditti, googelt mal den. Das ist hier so ein Booklet, so eine Zusammenfassung von seinen besten Songs, Le Donne. Sotto il segno dei pesci, ci vorrebbe un amico, also eine Collection von ihm. Traumhafte italienische Popmusik, also keine Pizzamusik, keine 0815, also Eros Ramazzotti macht auch, also das ist schon Zucchero und drüber, ja. Also hochwertige Popmusik aus Italien, Doppel-CD, gibt es auch auf Vinyl, habe ich leider noch nicht gefunden, wenn ich in Italien bin. Werde ich mir die holen. Ich kann euch die Antonello Venditti nur ans Herz, wer auf italienischen Pop hört. Klassik, Jazz, der Typ hat eine Stimme, ein Traum. In diesem Sinne, ich habe fertig. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.